Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, ihr seht schon, ich bin wieder am Inn unterwegs und ich befinde mich hier wieder an einem der schönsten Orte bei uns in der Region, zumindest für mich, und zwar an dieser wunderschönen Steilwand hier vorne. Ja, und hier gibt es einige sehr interessante Habitate von der Speisemorchel, vom Morchelbecherling und vor allem von den Werpeln. Da gibt es sowohl die böhmische Werpel als auch die bei uns relativ seltene Fingerhutwerpel. Ja, und gerade bei den Fingerhutwerpeln wäre es jetzt genau die richtige Zeit, um nachzuschauen, ob die dieses Jahr kommen. Ja, und dementsprechend bin ich hier heute unterwegs und werde diese paar Habitate aufsuchen. Und dann schauen wir mal, ja, was die anderen Sammler stehen haben lassen, beziehungsweise was sich hier noch zeigt. Gerade bei den Fingerhutwerpeln wäre es natürlich sensationell, wenn sich die wieder zeigen. Ja, und wenn wir da vielleicht ein, zwei schöne Detailaufnahmen von der Art machen könnten. Ja, wird sicher wieder eine spannende Tour. Würde mich freuen, wenn es mich begleitet. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los und schauen wir mal, was sich so vor die Kamera traut. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es hier unten erkennen könnt. Da steht schon eine erste Speisemorchel. Ja, wenn ich jetzt mal hier rüber gehe, steht da vorne schon die nächste Speisemorchel und darunter die nächsten Speisemorcheln. Also hier scheint auf jeden Fall kein Sammler unterwegs gewesen zu sein. Also die scheinen schon ein bisschen länger hier zu stehen. Ja, aber leider sind die alle schon recht angefressen und dementsprechend dürfen die natürlich hier stehen bleiben. Weil wenn wir heute was mitnehmen, dann wirklich nur, ja, schöne Exemplare ohne Fraßschäden, ja, die dann auch wirklich Spaß machen beim Verarbeiten. Aber schön, dass hier noch ein paar Morcheln stehen. Oft ist es hier so, wenn man da nach dem April unterwegs ist, ist alles radikal abgeerntet. Aber das scheint hier dieses Mal zum Glück nicht der Fall zu sein. Sehr schön. Ja, und was soll ich sagen? Satz mit X war wohl nix. Also in dem anderen Habitat, beziehungsweise den Habitaten, wo ich jetzt unterwegs war, null. Also wirklich gar nichts. Diese drei, vier Speisemorcheln am Anfang, juhu. Ja, aber nichts zu mitnehmen. Ja, und dann in den anderen Habitaten absolut nichts. Also weder böhmische Werpeln noch die Fingerhutwerpeln, auch keine anderen Speisemorcheln, keine Morchelbecherlinge. Also da ist jetzt mittlerweile anscheinend absolut tote Hose. Ja, und in den Habitaten ist die Morchelsaison definitiv schon vorbei. Aber macht überhaupt nichts. Ich bin ein paar Kilometer weitergefahren und ja, siehe da, gleich an der ersten Stelle, wenn wir hier mal gucken. Eine etwas jüngere Speisemorchel. Ja, und wenn ich jetzt da reinschaue, hinter dem Zaun versteckt sie sich. Eine wunderschöne große gelbe Speisemorchel. Das sieht doch alles andere als schlecht aus, oder? Ja, und jetzt, wenn ich jetzt gerade durchschaue, ist da hinten schon die nächste. Also hier in dem Gestrüpp müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen genauer schauen. Ja, ich kann ja hier mal reinzoomen, ja, wenn man das mal anschaut. Also hier steht das Gras schon wieder fast, ja, kniehoch. Wird schwierig, da noch was zu finden, aber vielleicht haben wir ein Glück, dass wir ein paar schöne große gelbe Speisemorcheln wie die eine hier unten, ja, noch finden und mitnehmen können. Das wäre natürlich super. Also die sieht ja mal wirklich perfekt aus. Schauen wir mal. Ja, und das ist doch mal eine Speisemorchel, wie man sie sich vorstellt. Ist zwar ja auch überall ein bisschen angefressen von Schnecken und hat hier auch so ein kleines Loch. Aber trotzdem wird um die, ja, knapp 100 Gramm haben. Ja, und ich sag mal, solche Morcheln in der Größe sind eigentlich perfekt. Die ist noch relativ jung, ja, relativ frisch, wie man an der Farbe erkennen kann. Hat keinen Schimmelschaden. Ja, und genauso stellt man sich doch eine Speisemorchel vor. Wenn jetzt die Fraßstellen hier zum Beispiel oder das Loch auch hier nicht wären, dann wäre die wirklich perfekt. Aber auch so kann man die auf alle Fälle mitnehmen. Sehr schön. Ja, man merkt richtig, dass es bei den Morcheln aufs Finale zugeht. Also die werden jetzt richtig, richtig groß. Die hat sicherlich Faustgröße. Ja, und hier daneben steht schon die nächste einigermaßen große Morchel. Ja, und das sieht doch super aus. Tolles Exemplar. Ja, und könnt ihr die Speisemorchel da vorne erkennen? Es ist, wie gesagt, jetzt mega, mega schwierig, hier im Gras Speisemorcheln zu finden. Ja, das ist so hoch. Und wenn ich das jetzt alles mal wegmache hier, scheint es die nächste wunderschöne große Speisemorchel zu sein.
Ah, ist die schön. Ja, und auch wieder ein richtig großes Exemplar. Und jetzt nehme ich die mal raus und dann hoffen wir mal, dass die auf der Hutunterseite bzw. auf der Seite, die am Boden liegt, ja nicht wieder einen Schimmelschaden hat, weil die sieht doch mal fantastisch aus. Scheint ein richtig, richtig dickes Exemplar zu sein. Ja, und das ist doch mal ein richtig schönes Exemplar. Ihr habt es sicher beim Rundumblick, beim Rausnehmen schon gesehen. Kein Schimmelschaden, kann man auf alle Fälle noch verwenden. Ja, und das in der Größe, wunderbar. Ja, die hat echt keinen einfachen Start ins Leben, sage ich mal. Der Stock, der auf ihr drauf lag die ganze Zeit. Ja, das Gras, das die so ein bisschen nach unten gedrückt hat. Und ja, für das ist das echt eine phänomenale Größe. Macht Spaß, sowas zu finden. Ja, und das Kopfteil von dieser Speisemorchel ist so schwer, dass sogar der Stiel, hier kann man es, denke ich, erkennen, so ein bisschen eingeknickt ist. Aber sie hat es geschafft, ja, und hat uns jetzt eine riesige Freude gemacht. Ist doch echt ein tolles Exemplar. Kann mich da nur wiederholen, macht Spaß, sowas zu finden. Ja, und wer vielleicht letzten Sonntag die Tour geschaut hat und sich noch ein bisschen erinnern kann, hat mir letzten Sonntag die ersten Goldmistpilze im Pilzjahr 2022. Ja, und das waren diese wunderschönen, leuchtend gelben, kleinen Pilze. Und hier haben wir jetzt ein ausgewachsenes bzw. schon etwas älteres Exemplar. Ja, und da sieht man schon, dass die mit zunehmendem Alter ausbleichen und dann eben nicht mehr so goldgelb gefärbt sind. Ja, und das Einzige, was hier noch so ein bisschen gelblich leuchtet, ist der Stiel. Ich blende euch hier mal im Vergleich dazu den Fund von letzter Woche ein. Da sieht man dann den Unterschied farblich, denke ich mal, relativ gut. Und was auch auffällt, ist, dass wenn die ausgewachsen sind, ja, dass die so einen richtig deutlich stark gerieften Hut haben. Also hier an der Seite sieht man es, denke ich, relativ gut, wie gerieft dieser Hut dann letztendlich im Alter ausfällt. Ja, warum mich dieser Fund jetzt auch so ein bisschen besonders freut, ist, weil wir letzte Woche wirklich nur junge und ja, fast gänzlich geschlossene Exemplare gefunden haben. Ja, und jetzt haben wir ergänzend dazu ein aufgeschirmtes Exemplar, wo man auch die Lamellen gut erkennen kann. Ja, und das ist jetzt natürlich eine super Gelegenheit für mich, dass ich die Detailaufnahmen von der Art komplettieren kann. Ja, und dann gibt es in den nächsten Tagen oder Wochen mal ein detailliertes Pilzporträt von der Art. Und so macht es dann natürlich am meisten Spaß, wenn man nicht nur junge oder nicht nur alte Exemplare hat, sondern ein paar junge, geschlossene Exemplare mit leuchtend gelber Hutfarbe und jetzt auch ein vollkommen aufgeschirmtes altes Exemplar, wo man dann auch die Lamellen sehr gut erkennen kann. Ja, was bei den Goldmistpilzen und bei vielen anderen Arten auch der Fall ist, ist, dass sich die Lamellen mit zunehmendem Alter verfärben. Jung sind die eher so ein bisschen, ja, hellbräunlich, gelbbräunlich und jetzt im Alter werden die ein bisschen dunkler. Und zwar liegt es daran, dass diese Goldmistpilze rostbraunes Sporenpulver haben. Ja, und dadurch verfärben sich die Lamellen mit der Zeit bzw. mit zunehmendem Alter dann eben ein bisschen dunkler. Ja Leute, jetzt bin ich wieder mal endlich auf ein ganz, ganz tolles neues Habitat von der Speisemorchel gestoßen. Hier stehen zwei Eschen, ja, so ein bisschen oberhalb, außenrum relativ abgeholzt. Ja, und da kann natürlich der Regen durch. Ja, und dementsprechend prächtig entwickelt haben sich hier die Speisemorcheln. Schaut sich das mal an. Hier unten sind schon zwei. Vorne ist eine, drei, jetzt muss man aufpassen, dass wir nirgendwo drauf treten. Da drunter, vier, fünf und sechs, sieben, acht, neun, hier unten ist noch eine kleine, zehn, elf, 12, da drunter ist noch eine, 13. Ja, und ich denke mal, unter diesem Gestrüppzeug hier, ja, wird noch einiges stehen, aber kann man halt einfach nicht erkennen. Ja, und da werde ich mir jetzt vielleicht auch nochmal die 1, 2, 3 schönsten rauspicken und schauen, ob man die vielleicht noch mitnehmen kann. Die meisten, so wie die hier unten zum Beispiel, sind alle schon relativ mitgenommen. Die dürfen natürlich stehen bleiben, aber so eine wie die hier, die sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja, und die werde ich, denke ich mal, auf alle Fälle ernten und mitnehmen. Ja, und die Stelle ist natürlich gemerkt für die nächsten Jahre, also das ist ja der Wahnsinn. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, ich war hier vor 2, 3 Jahren schon mal.
Ja, und da war aber nichts. Also vielleicht haben sich die hier erst angesiedelt oder ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber das ist doch ein tolles Habitat von den Speisemorcheln. Ja, und so 13, 14, 15 Stück für zwei Eschen, das denke ich mal, ist schon ein sehr, sehr guter Schnitt. Freut mich riesig. Ja, und damit es nicht bei der 13 bleibt, hier noch die Nummer 14. Wie gesagt, wenn man hier noch genauer schaut, dann ploppen überall wieder neue Vorkommen von der Art um diese zwei Eschen auf. Hier ein bisschen weiter weg, mal ein bisschen näher dran. Ja, und wie gesagt, unter diesem dichten Gestrüppgewächs hier ist es halt einfach schwierig, jetzt diese Speisemorcheln zu entdecken. Ja, und umso mehr freut es mich, dass jetzt so spät in der Morchelsaison noch mit einem weiteren neuen Speisemorchelhabitat geklappt hat. Und vor allem auch, weil es eben diese großen gelben sind. Ja, also diese kleinen, eher ja, grau-weißlichen, gelb-gräulichen Speisemorcheln sind schön und gut. Die wachsen auch weit verbreitet. Aber die sind halt weniger giebig, ja. Also da lieber ernte ich von diesen großen gelben 5-6 Stück, als dass ich von diesen kleinen gelb-gräulichen dann, weiß ich nicht, 20-30 Stück ernten muss, damit ich dann auf die gleiche Menge komme. Deswegen bin ich um diese großen gelben immer relativ froh, weil die eben so ergiebig sind. Ja, und es sieht doch fantastisch aus. Immerhin 5 von den 14 Speisemorcheln, die wir jetzt hier gefunden haben an einer Stelle, haben es ins Körbchen geschafft. Ja, und die anderen dürfen stehen bleiben. Die hier sind zwar auch alle so ein bisschen lädiert, ja, haben alle so ein paar kleine Fraßschäden, aber keinerlei Schimmel oder sonstige Zeichen, dass die irgendwo verdorben wären. Ja, und dementsprechend kann man die auf alle Fälle noch mitnehmen und sammeln. Ja, und ich denke mal, für eine Stelle 5 so tolle große Speisemorcheln ist doch wunderbar. Und trotzdem bleibt noch genug im Wald stehen, damit wir dann auch vielleicht im nächsten Jahr hier wieder vorbeischauen können und ja, wieder einen kleinen Teil von den Speisemorcheln ernten und uns daran erfreuen können. Tipptopp. Ja, zum Abschluss von der heutigen Waldrunde nochmal ein Blick aufs Endergebnis. Ja, besonders schön natürlich die beiden hier hinten, beziehungsweise eigentlich die drei hier hinten. Wirklich einfach nur tolle Fruchtkörper. So macht das Sammeln Spaß. Aber auch die hier vorne von der zweiten Stelle. Ja, wunderbar. Eine neue Stelle mit Speisemorcheln gefunden. So macht Spaß. Ja, insgesamt merkt man aber schon, dass das Morcheljahr 2022, ja eigentlich, man kann schon fast sagen, nicht im Ansatz an das Morcheljahr 2021 rankommt. Letztes Jahr war es halt einfach wirklich perfekt. Da gab es alles und überall und alles im Überfluss. Ja, und dieses Jahr ist alles halt ein bisschen gedämpfter, weniger Fruchtkörper, nicht so perfekte Fruchtkörper. Und ja, da merkt man halt schon, dass das Morcheljahr 2021 da doch nochmal ein Stück weit ja, besser war, kann man eigentlich wirklich so sagen. Ja, und dieses Jahr ist halt alles irgendwie, hat alles früher angefangen. Es ist alles wahrscheinlich jetzt ein bisschen früher zu Ende. Ja, und auch sonst, also die Qualität von den Fruchtkörpern, man sieht es hier, ist nicht ganz so gut wie im letzten Jahr. Ja, und auch die Anzahl der Fruchtkörper, vielleicht kann ich euch da mal ein paar Eindrücke aus dem letzten Jahr einblenden, von ja, so Mitte Mai ungefähr. Da gab es einiges mehr an Speisemorcheln zu finden als in diesem Jahr. Ja, aber nichtsdestotrotz, Spaß macht es immer. Ja, und jetzt, wo die Morchelsaison langsam, aber sicher aufs Ende zusteuert, ja, wird es wieder eine harte und lange Durststrecke, bis es dann nächstes Jahr im März wieder losgeht, weil die Morchelzeit halt wirklich was Besonderes ist. Ja, die gibt es nur einmal im Jahr und ja, dann heißt es wieder warten, bis es im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder losgeht. Gut, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt noch ein wunderbares Wochenende. Schaut es vielleicht nochmal raus in die Auwelt, da klappt bestimmt noch mit ein paar schönen Speisemorcheln gefunden. Aber zumindest bei uns in Oberbayern, denke ich, wird es dann nächste oder spätestens übernächste Woche dann wirklich komplett vorbei sein mit den Morcheln. Aber macht überhaupt nichts, denn jetzt geht es ja dann mit den Mairitterlingen und den Hexenröhrlingen eigentlich schon fast nahtlos weiter. Ja. Also macht es gut und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt.